herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land in der Version 1.2 Beta. Aber die RP-Version, das heißt, hier sind ein paar klitzekleine Änderungen gegenüber eurer Version. Aber im Großen und Ganzen, so wie diesen Feldweg hier, den habt ihr auch. Der ermöglicht so ein bisschen das legale Abkürzen. Zu schnell sollten wir hier auch nicht langfahren. So, ich bin gerade dabei. Ich werde gerade unseren restlichen Mohn, das waren noch 4.300 Liter oder so, will ich gerade mal zum Lidl bringen und verkaufen. Die wollen wohl neue Brötchen backen. Oder so ähnlich. Weiß gar nicht, wenn ich mit dem Auto hier jetzt ein Problem in Blitzer fahren, ob dann der Jürgen zahlen muss oder ich. Ja, 5.300 Euro ist okay für das bisschen. Hoffentlich gibt die Jürgen mir Bescheid, sobald man ernten kann. Weil wir warten jetzt seit Anfang der Woche schon darauf, beziehungsweise seit Ende letzter Woche darauf. Ich habe mich verfahren. Ich drehe mal nochmal eine Runde. Drehung. Da warten wir drauf, dass wir hier eben... Warte mal, ich fahre mal kurz zur Zellulosefabrik, um zu gucken, ob der richtig eingefüllt hat, der Kollege von der Gemeinde. Oh nee, er hat falsch angefüllt. Ich glaube, ich hack. Ich glaube, ich spinn, ey. Ich sagte doch rechts. Hat er links eingefüllt. Ach, Mensch. Van Kan? Hallo, Herr Van Kan. Hallo. Wo ist Ihr rechter Daumen? Links! Habe ich es falsch abgeliefert? Ja. Oh, das tut mir leid, das war natürlich... Ja, wissen Sie, was das Problem jetzt ist? Nein. Da ist keine Pumpe dran, ich kann das nicht mehr rauspumpen. Oh, das ist sehr schlecht. Der ist sehr schlecht. Ich bräuchte nochmal Wasser. Ja, der Herr Müller ist unterwegs, damit wir weiter produzieren können. Okay. Können Sie sich das notieren, dass ich dann nochmal so, keine Ahnung, 10.000 Liter oder so bräuchte? Ja, natürlich kann ich mir, notiere ich mir. Ich hoffe, dass sich die Fehllieferung ein bisschen im Preis widerspiegelt. Ja, also das kann ich jetzt nicht sagen, aber ich werde ein gutes Wort einlegen. Okay, ja. Gut, ansonsten schnelle, zuverlässige Arbeit, also. Ja, den kleinen Fehlgriff jetzt gerade. Gut, dann danke ich erstmal recht herzlich. Okay, gut. Tschüss. Rückwärts, rückwärts, rückwärts. Vorbei. Ups, also. Nein. Egal. So, jetzt auch. Gut, dann. Nee. Jetzt läuft die Kartonproduktion wieder nicht, ey. Volker Varuna, hallo. Hallo, Varuna. Ich wollte Ihnen nur sagen, dass Ihr Holzhacker-Schnitzelmacher bei Ihnen angekommen ist. Gut, haben Sie die Holzkohlepaletten auch schon aufgeladen? Ist der Albert gerade dabei? Ah, ja, super.
Gut, Sie sind doch auch Mitglied des Gemeinderats. Korrekt. Was haben Sie denn für einen Eindruck von diesem neuen, von diesem Van Tan, Van Kan? Ja, ist eigentlich ganz okay. Ich überlege, ob wir den vielleicht für die Gemeinde verpflichten. Wäre besser, als die Polizei zu nehmen. Ja. Ich habe 2 Wochen, habe ich denen die Chance gegeben. Für was? Dass die da ihr Wasser weg da mal zum Laufen bringen. Das Einzige, was sie gemacht haben, ist den Razex. Also die haben selbst nichts gemacht. Die haben noch nicht mal den LKW abgelegt in 2 Wochen. Also. Ja eben, ich fand auch, dass der ziemlich flott. Der ist auf Trab. Er hat zwar mal das Wasser falsch geliefert, aber nein. Das kann ja mal passieren. So. Okay. Jo. Gut, ich werde mal mit dem Maler noch quatschen. Mhm. Herrn Neumann, und dann gucken wir mal, ob wir den vielleicht dafür verpflichten, oder führen wir vielleicht nochmal ein Bewerbungsgespräch. Okay. Der ist ja gerade nur als Azubi oder Aushilfe irgendwie tätig. Ja, okay. Gut, bin auch gleich im Wald. Jo. Bis dann mal. Tschüss. Tschüss. Ich hoffe mal, ich konnte schnell genug bremsen. Bin mir gerade nicht sicher, ob es gereicht hat. Volker Warner, hallo? Hallo, hier ist der Neumann. Hallo. Du wolltest irgendwas. Wie doof kann man sein? Der steht mitten auf der Straße, Alter, der Müller. Steht mitten auf der Straße und blockiert alles. Ich kann froh sein, dass diese Woche keine Polizei da ist. Was wolltest du denn? Dieser neue, dieser Van Kan. Van Kan? Kennst du den noch gar nicht? So ein, neuer da, der macht gerade oben das Wasserwerk für die Gemeinde. So ein Zeitarbeiter oder Lohner oder so ein Kopfgeldjäger, keine Ahnung. Okay. Der ist ziemlich auf Trab, was ich bis jetzt mitgekriegt habe. Die Frage wäre, ob man den vielleicht dauerhaft für die Gemeinde gewinnen kann. Ja, das wäre... Oder kommt Albert hoffentlich fertig mit dem... Das wäre gut, ja. Ja, der war ziemlich zackig. Der holt jetzt schon wieder Holzkohle bei mir ab. Und da steht auch das gute Stück hier. Ja, also wie gesagt, wenn das... könnten wir überlegen vielleicht. Wenn dir das auch zusagt. Ja, wenn das so stimmt, was du sagst, und das... Davon gehe ich aus, denn... Ich würde halt nochmal sagen, wir machen nochmal ein Bewerbungsgespräch mit dem guten Mann. Und dann, ob das tatsächlich passt, ob der den Job auch weiterhin haben will. Könnte ja auch sein, dass der Nein sagt. Ja. Ja, dann machen wir das. Sollen wir uns morgen noch treffen oder so? Oder heute Abend? Können... Wie viel Uhr haben wir denn? 14:40. Ja, ist ja noch früh. Man, es regnet sowieso gerade. Ja. Wo wollen wir uns denn treffen? Um wie viel Uhr? Nächste Frage. Wo ist nicht? Weiß auch nicht, wo der sie rumschwirrt gerade. Nee, weiß ich auch nicht. Hab ihn nicht mal kennengelernt. Ich kenne ihn noch nicht richtig. Ja, warte mal, ich muss mal gerade überlegen. Ich hab gerade so einen Hacker bestellt. Als Mietfahrzeug. Ist das so ein Werkschnitzel? Ah, okay. Ja. Also nur gucken, ob ich den richtig platziere hier.
Sag du mir was, wo wir uns treffen sollen. Oder mach mit ihm was aus und dann meldest dich bei mir. Ich würde am Händler sagen. Ja, kann man machen. Ja, passt immer noch nicht hier. Jo, dann machen wir Händler. Drehschemel fahren ist einfach. Jo, Uhrzeit? 18 Uhr. Jo, okay, passt. Rufst du ihn an? Ich habe noch nicht, seine Telefonnummer. Ja, komm, was für eine Ausrede. Ich geb sie dir durch, warte. Ich schreib sie dir. Hä? Warum häng ich denn jetzt? Ah, lol. Okay. Ich schreib sie dir gleich per SMS, okay? Okay. Und tschüss. Tschüss. Ist doch ein Bild für Götter hier. So, dann könnten wir eigentlich mal machen. Nix. So. So. Vielleicht war das gar nicht mal so dumm, die hier gleich auf den Anhänger zu packen. Ja, je nachdem können wir die einfach hier ein bisschen rüberziehen und dann passt das schon. Einzeln darüber heben muss. Moment, ich muss mal gerade den Frontlader abkoppeln. Dann geht das jetzt nicht. Och nee, ey. Kling. Jo, Albert. Wo ist denn der Fahrer hin von den LKW? Steht hier mitten auf der Straße? Jo, ich spring mal rein, stell den mal in den Straßenrand. Da musst du wohl mal aufs Klo oder so. Ja, ist schon eine ganze Weile weg. Ja. Aber du hast soweit alles verladen jetzt? Ja. Okay. Perfekt, dann ist auch unsere Arbeit erledigt. Dabei den Hacker auszuprobieren. Hätte ruhig hochfahren können. Ja, hab mir auch gedacht, was steht denn da mitten auf der Straße, ey? Aber manchmal denken die Leute halt nichts. Lass mal sehen, dass ich den wieder raufkriege. Ja. Den Stapler? Oh ja. Oh, der ist drauf. Ich weiß doch gar nicht, wie er die Paletten so hochfahren will, ohne. Ich weiß, hat das Ding überhaupt Gurte? Weiß ich nicht. Ist nicht unser Problem.
Ich hack ihn erstmal an und dann stelle ich ihn auf der Seite, dass er keinen stört, ne? Ja. Er hat sie jetzt auf sein LKW drauf und dann zahle man meine Söhne, ne? Oder wie das heißt. Ja, stimmt, ich rufe den gleich mal an, diesen Funkern. Warum will denn das nicht? Er kann ja auch was extra springen lassen, fahre ich den Mist hoch, ne? Ich sag ihm mal Bescheid. Ich rufe ihn mal an. Wann kann? Ja, hallo, Volker Barone hier vom Sägewerk. Hallo, Herr Barone. Der Fahrer des LKWs ist irgendwie nicht mehr vorhanden, der Händler. Oh, das ist aber schlecht. Ja, jetzt hat mein Mitarbeiter angeboten, er würde für ein bisschen Trinkgeld würde er Ihnen das Zeug hochfahren. Natürlich, das sollte kein Problem sein. Gut, generell wird es erstmal 8.800 für die Kohle machen. 8.800 Kohle für die Kohle. Das überweise ich Ihnen doch glatt. Jo, super. Dann gebe ich meinem Mitarbeiter den Auftrag. Perfekt, danke. Bitte, tschüss. Jo. Jo, Albert, kannst du hochfahren? Gib mir bitte? Das Trinkgeld. Oder kann ich hochfahren, ne? Jo. Kommt denn die Karre denn hin? Ganz hoch zum zum Wasserwerk. Oh je. Na gut, ich habe ja Mähdrescher, sag ich schon. Stapel hinten drauf, da passiert doch nichts. Fahr ich langsam. Das wäre gut. Muss sowieso umdrehen. Ja. Dann bis. Bis bald. Bis morgen. Ciao. Bin mal gespannt, wie oft das runterfliegt. Ich berichte dir dann. Jo. Muss sowieso langsam fahren. Ja, hallo Herr Müller. Ja. Ich hoffe, Sie, ich stöße jetzt nicht auf dem stillen Örtchen zu sehr. Mein Mitarbeiter fährt den Anhänger nach Absprache nach oben, den LKW. Ja, darf er machen. Nur, dass Sie Bescheid wissen. Ja. Versichert ist das Fahrzeug. Ja, versichert ist das Fahrzeug. Ja, gut. Bis dann erstmal. Ja, tschüss. Tschüss. So, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, ich weiß, ich ratte gerade die ganze Zeit in die 18 Minuten rein. Wenn es euch gefallen hat, dann ist gerne ein Like, Abo und einen Kommentar da. Und bis morgen. Tschüss.